Und jetzt gab es gerade eine Konfrontation an der neuen Mahnwache. Ja. Da kam das Konfliktteam und wollte die da wegschicken. Wieso das denn? Sie haben gesagt, die hätten keine Genehmigung von dieser Aufnahme. Und dann war zum Glück die Annette da und hat protestiert. Und dann haben aber nur gesagt, sie prüfen es jetzt. Und der Pavel war es. Ich weiß nicht, wo ist denn der? Der ist weg. Die haben den Parkschützer nicht erlaubt, die Zelte abzubauen. Die haben alles in Sperren. Diese großen Tipis, die kosten Jahrhunderte. Ne? Einfach alles. Das ist sowas also von schlimm. Wie sie das da abgerissen haben, ich habe dann nur noch die Stangen da fotografieren können. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite. Also der ist so brutal, der Bagger mit diesem großen, der knickt die Bäume einfach nur so. Das ist kein Segen, das ist so eine Schere. Ja, es ist kein Segen, gar nichts. Das ist sowas von brutal. Als wenn man den Hühnern nur das Gedick eine Stadt, die sich so benimmt. Und der Werner, der immer mit der Gasmaske unterwegs ist, der hat einen Baum fallen sehen und hat gesagt, Kulturbanausen, der hat jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, weil er die als Banausen beschimpft hätte. Ja. Da wäre der Herr Häusler gesorgt, ne? Ja, genau. Der ist ja auch die Nacht über da gewesen. Da, ne? Echt? Ja. Der Scheißhaus. Ja. Der war hier? Ja. Und der Herr Herbert Reck ist auch am Morgen denn da gewesen. Ja, und der Züffle war auch da. Züffle, ja. Aber Häusler, ja, den hätte ich treffen sollen. Dienstag auf Mittwoch. Kannst auch mal Bilder sehen. Echt? Hast du einen? Möchte ich sehen. Ja. Ist das drin? Also, wenn du die Nummer 18230 besser merken kannst. Okay, 18230, da gucke ich. Naja. Ich sage, du wirst noch den Parkschützernummer. Ich habe das gestern. Nee, Wolfgang Untergang war ja auch bei. Ja, aber ich habe die schon im System drin, ich habe die ja schon mal abgerufen. Ja. Nur ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Ich habe seit Tagen nicht reingeguckt, dass dann man will sich auch nicht antworten. Dann sag mir deine E-Mail-Adresse. Ja, was denn? Das wäre toll, wenn du den Häusler schicken könntest. Ich schicke dir den Link. Und auch gerne, ja, das ist toll.